Moin ihr Lieben, heute melde ich mich mit dem Entweder-Oder-Tag zurück. Diesen habe ich wiederentdeckt beim Kanal Passion for Books. Den Tag gibt es schon etwas länger, aber als ich ihn dann bei der lieben Anna gesehen habe, hatte ich echt Lust, da auch nochmal mitzumachen. Ich wurde nicht explizit getaggt, aber da ich wirklich auf das Thema Lust habe und den man mal schnell zwischendurch drehen kann, weil man dazu keine Bücher braucht und es trotzdem um das Thema Bücher geht, dachte ich, drehe ich den sehr, sehr gerne mal mit. Und dann fangen wir auch gleich an. Es sind 13 Fragen und man muss sich entweder für die eine Sache oder für die andere Sache entscheiden, wie halt der Titel des Tags schon sagt. Erstens, gebunden oder Taschenbuch? Ich finde ja gebundene Bücher viel schöner und bibliophiler, also die sind dann schöner aufgemacht und also machen schon so ein bisschen mehr her. Ich kann es aber auch immer sehr gut verstehen, wenn man lieber Taschenbücher nimmt, weil sie einfach günstiger sind, weil sie leichter sind, wenn man sie unterwegs mitnehmen möchte. Das stimmt schon, weil als richtige Leseratte hat man halt auch immer ein Buch dabei, egal wo man hingeht. Und dann, wenn man so ein gebundenes Buch dabei hat, so ein Klopper, naja, dann läuft man halt immer so schief. Aber, Entschuldigung, gebundene Bücher finde ich doch irgendwie ein bisschen schöner. Also würde ich mich für gebundene Bücher entscheiden. Zweitens, Amazon oder Buchhandel? Ja, da ich gelernte Buchhändlerin bin, entscheide ich mich natürlich ganz klar für den Buchhandel. Ich verstehe zwar die Vorzüge von Amazon, ich stöbere da auch sehr, sehr gern und habe meine Wunschliste auch da, aber kaufen würde ich dann doch immer in dem Buchhandel, um den Einzelhandel zu unterstützen. Und es gibt so tolle Buchhandlungen und gerade diese Atmosphäre und der Kontakt mit den Buchhändlern, der fehlt natürlich total bei Amazon. Und gerade wenn man mal eine Empfehlung sucht oder ein bisschen den Service sucht, der fehlt bei Amazon und dieser Kontakt ist dann doch schon was Besonderes und vor allem dieses Stöbern in Buchhandlungen, diese Atmosphäre, das möchte ich gar nicht missen, deswegen ganz klar Buchhandel. Drittens, Lesezeichen oder Eselsohr. Ja, Eselsohr, nein, das geht gar nicht. Dann auf jeden Fall Lesezeichen oder halt, was man gerade zur Hand hat, ob es nun gerade ein Einkaufsbon ist oder was weiß ich, gerade was man halt in der Hand so hat. Aber ein Eselsohr würde ich nie reinmachen. Ich bin halt auch jemand, der so ganz, ganz stark darauf achtet, dass das Buch nach dem Lesen auch immer noch wie neu aussieht. Deswegen gehen Eselsohren überhaupt nicht. Viertens, ordnen nach Autor, Titel oder ungeordnet. Ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mein Bücherregal ist ziemlich ungeordnet. Ich stelle das nach Optik, dass die Bücher wirklich jedes einzelne gut heraussticht. Also ich würde zwei schwarze, die nichts miteinander zu tun haben, zwei schwarze Bücher auch nicht nebeneinander stellen, weil sie dann auch nicht auffallen, dann würde ich erst ein schwarzes, dann ein gelbes oder orangenes und dann wieder ein schwarzes, damit jedes Buch irgendwie aus dem Regal raussticht. Das ist irgendwie völlig Panne, aber ich finde das toll, wenn das richtig bunt aussieht im Regal. Was so ein bisschen geordnet ist, natürlich die Reihen stehen zusammen und die etwas, die mir sehr am Herzen liegen, die stehen etwas weiter oben oder ganz oben oder auch mal frontal. Mittlerweile geht das auch schon nicht mehr frontal zu stellen, weil es wieder proppevoll ist. Aber das ist so ein bisschen, die weiter oben stehen, die liegen mir auch sehr, sehr am Herzen. Fünftens, behalten, wegwerfen oder verkaufen. Ja, wegwerfen geht natürlich überhaupt gar nicht. Ich hatte eigentlich immer die Angewohnheit, egal was ich gelesen habe, ich habe es behalten und ins Regal gestellt und eigentlich konnte ich mich nie davon trennen. Mittlerweile habe ich doch mal ein bisschen durchgeschaut und geguckt, was liegt mir wirklich am Herzen, was würde ich auf keinen Fall nochmal lesen oder womit ist keine besondere Erinnerung oder keine tolle Erfahrung irgendwie verbunden, dass ich mich davon trennen kann und habe tatsächlich auch schon ein bisschen aussortieren können. Es ist eine Weiterentwicklung, die mir doch ganz gut gefällt, dass man wirklich nur seine Schätze behält. Aber bei manchen Büchern ist es ja wirklich so, dass man die vielleicht nicht nochmal lesen wird, aber dass man trotzdem irgendwie dran hängt. Ob da nur eine bestimmte Erinnerung dran verbunden ist oder dass man doch stolz drauf ist, dass man das Buch gelesen hat und dass es im Regal steht. Ja, aber ich bin schon
Allgemein auch ganz froh, dass ich mich jetzt langsam auch von Büchern trennen kann, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben und mit denen ich keine größere Verbindung habe. Also die würde ich dann verkaufen oder halt auf dem Flohmarkt verkaufen oder ja verschenken, finde ich ein bisschen schwierig. Da hänge ich dann doch ein bisschen zu sehr dran, als dass ich sie einfach irgendwo verschenken würde. Vielleicht an Freunde oder Familie, wo ich weiß, die würden sich da wirklich drüber freuen, dann ginge das. Aber sonst würde ich schon, wenn es ein Euro ist, dafür gerne bekommen. Sechstens, mit Schutzumschlag lesen oder ohne. Ganz klar ohne, weil obwohl das Ganze Schutzumschlag heißt, finde ich gerade, man müsste es eher Schmuckumschlag nennen, weil das meistens ja das ist, was man schützen möchte, weil das so wunderschön gestaltet ist. Und gerade wenn man das liest, dann rutscht das hoch, dann knickt es. Und deswegen nehme ich das sofort immer ab. Leg das dann hier irgendwo sicher am Schreibtisch ab und wenn es dann ausgelesen ist, dann kommt der Schutzumschlag wieder dran und dann wird das ins Regal gestellt. So, ja, ist sichergestellt, dass dem Schutzumschlag nichts passiert, obwohl das ja eigentlich vom Namen her ja, nicht so viel Sinn macht. Siebtens, Kurzgeschichte oder Roman? Eigentlich auf jeden Fall Roman. Weil man sich da viel mehr mit den Charakteren reinfinden kann und anfreunden kann und ja, sich viel mehr in einen Roman fallen lassen kann, weil da einfach viel mehr Zeit und Seiten bestehen, um sich ja, mit der Geschichte anzufreunden. Aber mittlerweile habe ich jetzt auch ein paar Kurzgeschichtenbände ergattert und finde das ganz toll, wenn das zu einem bestimmten Thema Kurzgeschichten sind. Dann kann man sich in dieses Thema so ein bisschen reinversetzen. Zum Beispiel hatte ich jetzt ein Steampunk-Kurzgeschichtenband oder ein Einhorn-Kurzgeschichtenband. Und ja, bei den Verlagen, die diese Bücher rausgebracht haben, habe ich auch ein paar Sachen entdeckt, die ich auch interessant finde. Und ja, also Kurzgeschichten haben auch irgendwie was an sich. Da geht es schnell voran, da passiert was. Und meistens bringen sie auch einen ein bisschen zum Nachdenken. Also sie haben auch was, aber ich würde doch den Roman bevorzugen. Achtens, aufhören wegen Müdigkeit oder wenn Kapitel zu Ende ist. Doch, ich lese eigentlich immer Kapitel zu Ende oder ein Absatz, wenn da ein Absatz ist. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich finde einfach den Abschluss schöner. Es ist aber so, wenn ich dann, bevor ich anfange zu lesen, schon etwas müde bin und mir dann angucke, wie lang das Kapitel ist, dann entscheide ich manchmal dann schon vorher, ob ich das Kapitel überhaupt anfange oder ob ich es dann einfach sein lasse, weil ich weiß, dass ich das Kapitel nicht durchstehe, weil dann die Augen schon so in verschiedene Richtungen gucken und sich dann verdrehen. Ja, also eigentlich lese ich immer Kapitel oder Absätze zu Ende, damit man einen guten Abschluss hat und dann wieder gut in die Geschichte neu reinkommt. Ja, es kommt natürlich auch mal vor, dass man zwischendrin aufhört, weil man mal gestört wird oder weil man aufhören muss, wenn man gerade in der Bahn sitzt oder so. Dann kommt es natürlich auch mal vor, dass man mittendrin aufhört. So, was kommt als nächstes? Neuntens, kaufen oder leihen? Also eigentlich bin ich, nee, nicht eigentlich. Also ich kaufe mir die Bücher, die ich gerne lesen möchte, auf jeden Fall immer selbst, weil ich finde, und das ist vielleicht auch ein bisschen dämlich, aber wenn ich die Geschichte lese und das Buch gehört mir, dann bringt es mir viel mehr Spaß, als wenn ich weiß, das Buch gehört nicht mir. Entweder wenn ich es von irgendjemandem anders leihe oder aus der Bücherei leihe, dann habe ich einfach das Gefühl, das ist nicht meins, das ist nicht mein Schatz, nicht mein Bücherschatz und da kann ich mich auch dann nicht so richtig reinversetzen. Finde ich viel schöner, wenn das Buch mir gehört und ich weiß, danach kann ich es in mein Regal stellen und ich kann es immer wieder zur Hand nehmen und ja. Also Leihen kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Obwohl ich weiß, dass es eine sehr, sehr günstige Option ist, viel, viel zu lesen. Aber dafür investiere ich denn Geld, damit mir die Bücher gehören. Ja. Zehntens, neu oder gebraucht? Eigentlich immer neu, weil ich, wie ja schon gesagt, immer darauf achte, dass die Bücher wirklich top aussehen, selbst nachdem ich sie dann gelesen habe. Aber seitdem ich Rebuy und Medibobs und Co. entdeckt habe und gesehen habe, wie gut der Zustand doch ist und wie günstig die Preise sind,
schlage ich da doch hin und wieder zu. Was mir natürlich nicht so gefällt, ist, dass bei vielen Taschenbüchern einfach diese Leserillen schon entstehen. Und ich weiß, dass mein sehr gut Verständnis bei Rebuy vielleicht ein bisschen was anderes ist. Und ich weiß, dass ich da vielleicht auch sehr krittelig bin. Und deswegen würde ich vielleicht eher gebundene Bücher dort bestellen als Taschenbücher. Weil ich weiß, dass man das nicht reklamieren kann, wenn man da 1-2 Leserillen drin hat. Aber ich weiß auch, dass ich mich da ärgern würde und dann lieber 1-2 Euro mehr ausgeben würde oder das Doppelte, um dann ein einwandfreies Buch zu haben. Also eigentlich eher neu, aber gebraucht kommt so langsam auch bei mir an und besonders halt wegen der Preis-Leistung kann man da eigentlich kaum meckern. 11. Kaufentscheidung, Bestsellerliste, Rezension, Empfehlung oder Stöbern. Also meistens entdecke ich die am liebsten selbst, also beim Stöbern, ob es nun im Internet ist oder in der Buchhandlung. Bestsellerliste ist bei mir eigentlich eher das Gegenteil. Ich weiß gar nicht wieso, weil die meisten Bücher, die auf der Bestsellerliste stehen, haben auch ihre Berechtigung dort zu stehen. Aber ich habe immer das Gefühl, ja, die brauchen mich nicht, die Bücher, also die sind so schon präsent genug und besonders wenn ich Empfehlungen aussprechen soll in meinem Beruf oder hier auf dem Kanal, suche ich eher nach Schätzen und Besonderheiten und deswegen stöber ich auch sehr, sehr gerne. Aber manchmal kommt man einem Buch dann doch nicht vorbei, wenn das so gehypt wird und man weiß, das ist genau deine Richtung, dann nimmt man das dann doch mal in die Hand und meistens, wie gesagt, hat das Buch schon seine Berechtigung dort vorne auf der Bestsellerliste zu stehen. Mit einigen Ausnahmen natürlich. Und auch Rezensionen durch BookTube, natürlich dadurch, dass ich viele Videos jetzt gucke, landen da viele, viele Bücher auf meiner Wunschliste, wo andere sehr, sehr begeistert von sind. Das auf jeden Fall. Empfehlungen von anderen. Ich habe jetzt nicht so arg viele Bekannte und Freunde, die genau das Gleiche lesen wie ich und mir das dann empfehlen könnten. Das sind dann so vielleicht 1-2 Personen und auf der Arbeit ein paar Kollegen, die sagen, das war ganz toll, das musst du mal lesen. Aber auch da habe ich immer den Anspruch, ich möchte was Eigenes suchen und wenn die Kollegin das schon gelesen hat, dann wird das Buch ja schon sozusagen beworben von ihr, dann suche ich mir lieber was anderes. Ja, ist manchmal vielleicht ein bisschen blöd gedacht, aber ich habe immer den Anspruch, was Eigenes, was Besonderes zu suchen und eine eigene Nische zu suchen und was zu finden. Und das klappt dann auch immer sehr, sehr gut, weil es einfach so viele Massen an Büchern gibt. Egal, geben gibt. 12. Geschlossenes Ende oder Cliffhanger. Ganz eindeutig geschlossenes Ende. Wenn ein Teil noch folgt, ein zweiter, dritter, was weiß ich, wie viel der Band, dann ist es in Ordnung, wenn es einen Cliffhanger gibt, dann ist das vielleicht auch ein Anreiz, den Band sofort danach zu lesen oder dann wartet man ja gespannt auf den nächsten Teil, dann ist es vielleicht so ein Stilmittel, finde ich in Ordnung, den Leser da ein bisschen zu reizen, zu nerven, zu provozieren. Manchmal bringt ja auch diese Cliffhanger einen so ein bisschen zum Nachdenken, aber wenn das wirklich das Ende ist, finde ich Cliffhanger ganz, ganz grausam. Ich möchte bitte, dass ein Buch mir erzählt, wie es endet und nicht, dass es offen gelassen wird und den Leser auffordert, ja, das kann jetzt so oder so ausgegangen sein. Das gefällt mir gar nicht. Das hatte ich gerade bei einem Buch, was ich mit einer Freundin zusammen gelesen habe und man hat so viel gerätselt und überlegt, wie es enden könnte und was das Rätsels Lösung ist und wenn es einfach nicht aufgelöst wird, ja, fanden wir nicht so toll, hat uns nicht gefallen. Werdet ihr dann im Lesemonat dennoch erfahren, welches Buch das war und ja, nähere Infos erhalten. Und die letzte Frage, 13. Einzelband oder Serie? Da kann ich mich gar nicht für eine Seite unbedingt entscheiden, weil beides seine Vor- und Nachteile hat. Einzelbände sind gerade in der Fantasy sehr, sehr selten und finde ich immer toll, wenn man einen entdeckt, weil man dann nicht Ewigkeiten immer auf die Folgebände warten muss und manche Serien werden halt auch nicht unbedingt immer besser, je mehr Folgebände kommen und wenn sie dann eigentlich auf eine Trilogie angelegt sind oder nur auf ein Einzelband und man merkt das, dass das hier so ja, gedehnt wird wie ein Kaugummi und die Geschichte eigentlich gar nicht mehr so viel hergibt und es eigentlich hätte bei einem Einzelband bleiben sollen, ist das immer sehr, sehr, sehr schade. Deswegen finde ich Einzelbände auch mal sehr erfrischend,
einen abgeschlossenen, runden Band zu haben, den man liest und dann ist die Geschichte fertig. Man kann damit abschließen und kann ihn zwischendurch mal lesen. Aber natürlich, wenn eine Serie immer auf dem Niveau bleibt und immer ja, die Bände eine neue, tolle Geschichte haben und man sich an die Figuren gewöhnt und die Geschichte, die Welt eingefällt, dann ist es natürlich umso schöner, je mehr Bände da rauskommen und freut man sich darüber, so lange an einer Welt teilhaben zu können, zum Beispiel jetzt Game of Thrones oder Harry Potter, da hätte man ja unglaublich gerne noch mehr Bände gehabt. Deswegen sind Serien vielleicht schön, um ja, lange eine Begleitung zu haben und sich ja, viel in diese Welt reinzu, weil es immer mehr Informationen über diese Welt gibt, in diese Welt hier hineinzuversetzen. Aber Einzelbände sind halt auch mal schön zwischendurch und sehr erfrischend und weil es dann abgeschlossen ist, eine runde Sache und ja, nicht unnötig irgendwo gedehnt wird, die Geschichte. Ja, und das war's auch schon. Taggen möchte ich jetzt eigentlich niemanden bestimmten, weil ich weiß, dass der schon etwas älter ist und ich nicht weiß, wer ihn alles schon gemacht habe. Aber ich fordere alle auf, die Lust haben, ihn mitzumachen. Natürlich auch ihr da draußen, die Zuschauer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Antwort ausgefallen wäre, ob ihr genauso entschieden hättet wie ich oder zwar genauso, aber mit einer anderen Begründung. Ja, lasst uns ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Mich interessiert das alles sehr. Ich finde das sehr interessant und ich weiß, dass ich bei manchen Antworten ziemlich abgefreakt bin, aber ich stehe dazu. Ich weiß, dass ich da ein kleiner Freak bin, ein kleiner großer Freak und bin gespannt, wie andere Meinungen aussehen. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und wenn ihr möchtet, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!